Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Die Bundesregierung hat am 19. August den nationalen Entwicklungsplan zu Elektromobilität vorgelegt. Da stehen durchaus vernünftige Dinge drin, insbesondere was die Forschung für Batterietechnik angeht. Das ist etwas, was die FDP nachdrücklich unterstützt. Wir glauben, dass Elektromobilität die Zukunft des Individualverkehrs zumindest in den Städten sein wird. Und deshalb sollten wir frühzeitig als Deutsche uns vorbereiten auf diese neue Technologie, damit wir und unsere Unternehmen dort auch Technologieführerschaft haben. Und im Übrigen bietet die Elektromobilität große Chancen auch für die Energiewirtschaft. Denn wenn wir immer mehr erneuerbare Energien wollen, und das wollen wir, Liberale, dann müssen wir auch erkennen, dass der Windstrom immer stark schwanken wird. Und deshalb sind wir angewiesen auf Speichertechnologien. Und die Autos, die 23 Stunden am Tag in der Garage oder auf der Straße stehen, können in dieser Zeit geladen werden, wenn der Wind weht. Und können möglicherweise sogar etwas entladen werden, wenn mal Windflaute ist. Das würde den Windstrom in die Fahrzeuge bringen. Und es wäre ein großer Fortschritt, um erneuerbare Energien auch tatsächlich in unser Stromnetz zu integrieren. Deshalb sagen wir Liberale Ja zur Elektromobilität. Wir halten den Entwicklungsplan der Bundesregierung aber für halbherzig. Es fehlen klare Anreize für die Bürger und diese Anreize müssen nicht immer in Subventionen bestehen. Wir haben als Liberale Gesetzentwürfe eingebracht in den Deutschen Bundestag, wie man durch verkehrsrechtliche Erleichterungen es beispielsweise attraktiv machen kann, in Innenstädten Elektrofahrzeuge zu nutzen. Zum Beispiel dadurch, dass solche Fahrzeuge früher in die Fußgängerzonen einfahren können, wenn sie eben als Lieferfahrzeuge benutzt werden. Zum Beispiel dafür, dass man sagt, an bestimmten Parkplätzen dürfen nur Elektrofahrzeuge parken und im Rest der Stadt können sie kostenlos parken. Die Voraussetzungen dafür wollten wir schaffen als FDP. Schwarz-Rot hat es abgelehnt. Deshalb ist ganz klar, wer wirklich Elektromobilität will, der muss mehr tun als die Große Koalition.